Danke schön. Dankeschön, Dankeschön, liebe Freunde. Ich bin fast sprachlos, das ist kein guter Einstieg für eine Rede. Ne? Sollte man nicht sein, wenn man am Rednerpult ist, aber eines muss ich euch schon sagen, es ist so ein wunderbares Gefühl, es tut so gut, es ist so herrlich erleben zu dürfen, wie der unbeliebteste Politiker Österreichs von euch hier in Ried im Innkreis begrüßt wird. Liebe Medien, schreibt es auf, filmt es ab, nehmt es auf, spült es aus. So klingt das, liebe Freunde. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch in der Berichterstattung entsprechend einen Niederschlag finden wird. Es war ein zwecksten Faktencheck, der euch allen so unglaublich wichtig ist. Ja, also, schön, dass ihr alle da seid und schön, dass ihr so zahlreich da seid. Das ist ja ganz, ganz wunderbar bei diesem Aschermittwoch, bei diesem freiheitlichen Feiertag. Ich möchte fast sagen, bei diesem Hochamt der Freiheits-, der Friedens- und Neutralitätspartei, der einzigen, die diese Werte in diesem Land überhaupt noch vertritt. Und ich kann an dieser Stelle sagen, es macht mich unglaublich stolz, dass ich euer Parteiobmann sein darf. Ja? Das ist wunderbar, weil das ist ein hervorragendes Alleinstellungsmerkmal in Zeiten wie diesen, dass man sich für Freiheit, für Frieden und für Neutralität einsetzt. Und ihr seid sensationell und ihr seid großartig und die Stimmung ist fantastisch und ich merke hier keine Spur von irgendeinem Pessimismus und ich merke hier keine Spur von irgendwelchen Zukunftsängsten und von irgendwelchen Frustrierten. Ich sage das nur deshalb, weil ich das heute im Standard gelesen habe, wo er wieder mal das freiheitliche Publikum analysiert hat, liebe Freunde. Ein Experte hat sich zu Wort gemeldet im Standard. Nein, das, was wir da erleben, das ist Optimismus, liebe Freunde. Das ist Hoffnung, das ist Zuversicht und das ist vor allem ein Vertrauen in unsere eigene Kraft, weil wir selber werden es richten. Andere werden das in diesem Land nicht für uns erledigen. Das müssen wir selber angehen. Da können die Experten erzählen, was sie wollen. Das ist mir wurscht. Mir tun sie schon fast ein wenig leid, die Regierungsexperten, die Virologen und die Politologen. Kassen hat's, die Pandemie bleibt und die FPÖ geht. Jetzt ist die Pandemie gegangen und die FPÖ ist geblieben, liebe Freunde. Also Ärger kannst du ja gar nicht daneben liegen. Aber wir werden jetzt keine Trauerminute abhalten für die Regierungsexperten. So laut tun sie mir dann auch wieder nicht. Einen Trinkspruch hätte ich für die Virologen. Ein Prost an das Expertenheer, weil glauben tut euch niemand mehr. Ja? Doch, es geht noch weiter. Doch seid nicht traurig, sondern froh, dem Nehammer geht es ebenso. Prost, liebe Freunde, Prost. Ja, also die Jahn-Turnhalle, was soll ich sagen, historischer Boden, auf dem ich hier stehe. Ich habe gerade vorher gesagt, als Mitarbeiter bin ich mehr da draußen gestanden bei der Decke. In der Zwischenzeit habe ich mich nach oben gearbeitet, wie man sieht. Auf jeden Fall habe ich schon regelrecht Entzugserscheinungen hier gehabt, auch in Richtung Ried im Innkreis. Und eins muss ich euch sagen, heute, ihr und ich und wir alle gemeinsam, heute busseln wir diese Jahn-Turnhalle so richtig aus dem Corona-Dornröschen-Schlaf heraus. Das hat sie sich verdient. Eine freiheitliche Busserl-Attacke gibt es da von uns.
Es riecht nach Bier und es riecht nach Heringssalat. Wunderbar. Und nicht nach Desinfektionsmittel. Ja. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Der Manfred hat schon angesprochen, bitte genießt euer Essen, bitte genießt euer Essen, bis irgendjemand auf die Idee kommt, zur Rettung des Weltklimas auch noch den Heringssalat zu verbieten. Und dann stattdessen dann Würmer, Maden und Heuschrecken vorzusetzen. Das ist dann der Greta-Aufstrich, mit dem wir alle zwangsbeglückt werden, liebe Freunde. Das kann's ja nicht sein. Es ist nichts, wie es früher war. Früher, wenn du dann Furz gelassen hast, dann hat der Doktor gratuliert, weil er gesagt hat, du hast eine gute Verdauung. Heute, wenn du dann Furz lässt, musst du aufpassen, dass sie dich nicht verhaften, weil du ein Klimasünder bist. Ja? So haben sich die Zeiten geändert in diesem Land und wir sind die Einzigen, die den Wahnsinn stoppen können. Also, riechen tut's gut, die Halle ist ausverkauft, einer sitzt am anderen oben auf Tuchfühlung, wie man so schön sagt, und Distanz halten wir nur zu diesem Gruselkabinett in Wien und zu seinen Steigbügelhaltern. Auf gut Deutsch, vom Babyelefanten ist nur der große Durst übrig geblieben und den werden wir heute ordentlich auskosten. Das passt so. Das ist die Normalität, wie wir sie haben wollen. Genau so soll es sein. Und das ist das, was uns viel zu lange vorenthalten wurde. Und da herinnen, da zahlen die Leute dafür, dass sie da sein dürfen. Und für das gute Geld, da kriegen sie auch was Gutes zum Essen und was Gutes zum Trinken. Und das ist genau das Gegenkonzept zum österreichischen Rundfunk. Ne? Dort zahlst du auch und du kriegst nur einen Schmarrn serviert. Und du zahlst nicht freiwillig, sondern du wirst dazu gezwungen. Liebe Freunde, Diese drei Buchstaben, ORF, das steht im Jahr 2023 nach all den Erfahrungen mit der Corona-Berichterstattung, die wir gehabt haben, für Folgendes. O für Organisierte, R für Regierungs- und F für Fake News. Organisierte Regierungsfake News. Das ist der österreichische Rundfunk im Jahr 2023. Und deswegen laufen diesem Sender die Hörer und die Seher in Scharen davon. Und deswegen schreiben sie Zahlen, die sind so rot wie die Gesinnung der meisten Führungsleute dort oben am Königlberg. Und jeder andere müsste bei einer solchen Bilanz den Konkurs anmelden. Aber für den österreichischen Rundfunk, da wird jetzt aus Dankbarkeit für die Fake News ein Rettungsschirm gespannt. Da gibt es jetzt die Haushaltsabgabe. Eine ORF-Zwangssteuer, liebe Freunde, auch für diejenigen, wo die zahlen müssen, die mit dem ORF überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen, und das sind nicht wenige. Wir sind im Kommunismus angekommen, liebe Freunde, mit dieser Form von Zwangsbeglückung. Das ist Kommunismus pur. Das muss man sich einmal vorstellen, diese schwarz-grüne Regierung wandelt den Staat um in ein Inkassobüro für den österreichischen Rundfunk. Die kleinen Leute müssen zahlen. Der Staat treibt es ein. Inkasso für die Luxusgage des ORF-Generaldirektors, des Herrn Weismann. 400.000 Euro im Jahr ohne Spesen. Und das nur dafür, dass er das tut, was der Fleischmann von der ÖVP da von ihm verlangt. Das ist das erste Inkasso. Inkasso für die Luxuspension des Herrn Brabetz. Das ist der rote Vorgänger des Herrn Weismann. Der war 16 Jahre lang an der Position, wo er 400.000 Euro im Jahr verdient hat. Und als Dankbarkeit dafür kriegt er jetzt eine Luxuspension, bezahlt von den Arbeitern in diesem Land, von denen, die jeden Tag arbeiten gehen und sich die Hände dafür schmutzig machen, weil halt irgendeiner auch den Dreck angreifen muss, damit wir es alle gut haben in dem Land. Das nächste Inkasso. Und der Brabetz, das ist jetzt der Hoffnungsträger für die Sozialdemokratie. Ein Luxuspensionist.
Na, mehr brauche ich nicht sagen über den Zustand der SPÖ und mehr brauche ich auch nicht sagen über die angebliche politische Unabhängigkeit des österreichischen Rundfunks, wenn du von der ORF-Chefetage direkt zum SPÖ-Parteichef werden kannst. Das ist das nächste Inkasso. Und es ist ein Inkasso für die Selbstdarsteller, nenne ich sie, für die Superstars à la Armin Wolf. Ihr wisst eh, das sind diese Twitterwesen. Twitterwesen zwischen Politik und Journalist. Da weißt nie genau, was der ist. Ob er selber Politik machen will oder über Politik berichten. Die können sich nicht entscheiden. Hauptwohnsitz Twitter. Und überall sein Senf dazugeben, dieser Armin Wolf. Wenn er das will, dann soll er Würstelstandlauf machen. Aber den Platz in der Zeit im Bild 2, den soll er räumen. Und Inkasso auch, muss man auch sagen, für ansonsten nirgendwo vermittelbare Satiriker und Kabarettisten, falls ihr wisst, wen ich meine. Steermann und Grissemann. Wenn ich meine, ich hab's die zwei Namen schon einmal gehört. Steermann und Grissemann, liebe Freunde, das ist die ORF-Variante von Alkohol und Psychopharmaka. Das ist Steermann und Grissemann. Und die Regierungsvariante heißt Kogler und Nehammer. Ja, also heute Abend, am Abend des Aschermittwoch, ist auf jeden Fall Ried der politische Mittelpunkt Österreichs. Heute machen wir Ried gemeinsam zur Bundeshauptstadt für diese paar Stunden. Und wir wissen ja, genau, ja. Und wir wissen ja, dass die anderen Parteien, uns ganz genau zuschauen und alles ganz genau beobachten und jedes Wort auf die Waagschale legen. Ich habe schon vorher gedacht, dass da möglicherweise ein paar Spionageballons mit angebracht sind. Aber der Hubert hat mir gesagt, das ist nur Dekoration, so wie immer. Ja? Wollen wir es einmal so stehen lassen. Aber wir wissen, dass die alle, unsere Mitbewerber, sehr sensibel sind. Und die sind sehr feinfühlig und die sind unglaublich zart beseitet, immer dann, wenn es um sie selber geht. Ja? Und deswegen muss ich jetzt etwas machen, was ich sonst überhaupt nicht mache. Ja? Muss mich an dieser Stelle distanzieren. Ja? Muss mich an dieser Stelle distanzieren, das ist eine Vorabdistanzierung, weil morgen werden sie es eh wieder von mir verlangen. Ne? Also, ich distanziere mich an dieser Stelle von mir selber. Ja. Ja. Ich distanziere mich von mir selber, ich distanziere mich davon, dass heute nicht alle ihr Fett abbekommen, die eigentlich eins aufs Dach kriegen sollten, weil dafür ist der Abend zu kurz, liebe Freunde. Ich muss mich auf die großen Rindviecher konzentrieren in der heutigen Auseinandersetzung. Ja, jedenfalls spürt man hier heroben eine unglaubliche Kraft. Schaut, dass nicht jeder von euch einmal da stehen kann und dass man das einmal umdrehen kann, weil dann wird jetzt das merken, wovon ich rede. Ja? Eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Energie. Und das ist in Ried ganz besonders so. Aber das ist auch überall dort so, wo ich jetzt unterwegs bin. Und ich war jetzt bei sehr, sehr vielen Veranstaltungen im ganzen Land. Überall merkt man, dass da eine Kraft der Bevölkerung in der Luft liegt. Da ist etwas in Bewegung. Ich habe übrigens noch nie einen anderen gesehen, einen anderen Politiker bei einer ähnlichen Veranstaltung. Ich weiß nicht, haben Sie die alle daheim im Keller eingesperrt oder sind Sie nur auf Inzuchtveranstaltungen herum? Das ist durchaus die Möglichkeit, durchaus möglich. Mir wird es jedenfalls so richtig warm ums Herz und es geht angenehm den Buckel runter. Ich glaube, die anderen spüren diese Energie auch. Ja, die Schwarzen und die Grünen und die Roten und die Schweinderlrosanen. Die spüren das auch, aber von der umgekehrten Seite.
Deswegen schauen die körperlichen Reaktionen dort ein bisschen anders aus. Ja? Die Knie weich, die Gesichter bleich. Der Angstschweiß, der rinnt literweiß bei den Freunden, weil sie sehen, dass etwas Großes auf sie zukommt in Form einer gigantischen Wählerwatschen, liebe Freunde. Verständlich, dass sie schwitzen. Die wissen ganz genau, dass jetzt etwas daherkommt. Die haben die Wahlen genau beobachtet in Tirol und in Niederösterreich. Die wissen, dass das in Kärnten und in Salzburg weitergehen wird. Und sie wissen, dass sie auch den Nationalratswahltermin nicht auf ewige Zeiten nach hinten verschieben können. Das ist wie im Advent. Jedes Mal schlafen ist einmal weniger, ein Tag weniger bis zur Bescherung. So schaut es auch in der Politik aus, liebe Freunde. Und deswegen haben sie Bauchweh und deswegen haben sie das Muffensausen. Weil sie wissen, dann schlagt der Schlagerl zurück. Und ehrlich gesagt, das ist verdient. Das ist dann ausgleichende Gerechtigkeit. Weil jetzt haben sie zwei Jahre lang, drei Jahre lang nichts anderes getan, als der eigenen Bevölkerung das Leben quer durch alle Bereiche so schwer wie möglich zu machen. Und dafür gibt es dann die gerechte Strafe bei den kommenden Wahlgängen. Davon bin ich überzeugt. Das ist dann das erste Mal, dass die Bevölkerung der Politik eine Rechnung ausstellt. Und das wird eine geschmolzene Rechnung sein. Eine saftige, die die Herren dazu begleichen haben. Und da sitzen sie zusammen und da beraten sie sich. Da stecken sie die Köpfe zusammen und da lassen sie ihr Hirnschmalz zusammenrennen. Das bisschen, was noch da ist. Aber sie fragen sie nicht. Sie fragen sie nicht, was haben wir falsch gemacht? Das fragen sie sie nicht. Welche Fehler haben wir begangen? Das kommt nicht vor. Was müssen wir besser machen? Wo müssen wir härter und näher mit der Bevölkerung und enger mit der Bevölkerung zusammenarbeiten? Das interessiert sie alles nicht. Die haben ganz andere Fragen. Und diese Fragen lauten: Was ist die beste Strategie gegen die Freiheitliche Partei? Wie können wir die FPÖ am allerbesten bekämpfen? Und wie können wir diesen verflixten Kickel stoppen? Das sind die Sorgen, die diese Leute haben. Und jetzt sage ich euch ein Geheimnis, liebe Freunde. Gar nicht können sie uns stoppen. Gar nicht können sie uns stoppen. Macht's nur weiter so, dann fangen sie heute noch an, Sandsackeln aufzufüllen. Also, sie können uns nicht stoppen. Nicht, dass glaubt, also wenn ich da so schaue wie ein Indianer, ja, dass ich da kulturelle Aneignung betreibe. Das ist nicht meine Absicht, das blendet nur hin und wieder ein bisschen. Und ich möchte das eine oder andere mal ganz nach hinten sehen. Also, sie können uns nicht stoppen, liebe Freunde. Kein Bundespräsident kann uns stoppen. Diese Mumie in der Hofburg, dieses politische Chamäleon, das schon alle Farben gehabt, außer blau. Wir können stolz auf uns sein, dass er nie auf die Idee gekommen ist, liebe Freunde. Stolz können wir sein, ein politisches Chamäleon der Sonderklasse. Ich meine, dass er ein bisschen senil ist, das haben wir vorher schon gewusst. Ja, das war schon im 2016er Wahlkampf erkennbar. Aber jetzt hat er vergessen, dass er Bundespräsident eines neutralen Landes ist. Das hat er jetzt vergessen. Jetzt glaubt er, er ist Staatsoberhaupt in einem NATO-Staat. Nein, Herr Bundespräsident, das ist nicht der Fall. Wir sind ein neutrales Land und ein neutrales Land, das misst nicht mit zweierlei Maß, sondern verurteilt jeden Angriffskrieg gleich. Jeden, jeden. Unglaublich, was da aufführt, seitdem er heuer aus seinem Winterschlaf vorzeitig erwacht ist. Er ist ja regelrecht als Amokfahrer unterwegs, als demokratiepolitischer, als Geisterfahrer.
Ja, die Demokratie zählt auch nicht mehr, ist er jetzt draufgekommen. Das ist völlig wurscht, wer stimmenstärkste Partei wird bei der nächsten Nationalratswahl. Das ist nicht das Kriterium. Dem Herrn Bundespräsidenten muss man gut zu Gesicht stehen. Das ist die Auswahl. Ja, liebe Freunde, ich glaube, dem Herrn Bundespräsidenten, dem werden wir die Flausen noch austreiben bis zum Wahltermin, alle miteinander gemeinsam. Müssen Sie einmal überlegen, was das heißt. Der sagt, es gibt bessere Stimmen und es gibt schlechtere Stimmen. Es gibt Stimmen, die sind mehr wert in diesem Land und es gibt Stimmen, die sind weniger wert in diesem Land. Und das aus dem Mund des Bundespräsidenten. Ja, liebe Freunde, der größte Demokratie- und Staatsgefährder, der sitzt bei uns ganz an der Spitze. Das darf doch nicht wahr sein. So einer gehört doch des Amtes enthoben. Da fällt man auf der Steuerbesser rein. Weiter da unten. Unglaublich. Und die Europäische Union darf man auch nicht mehr kritisieren, hat er gesagt. Früher war nur der Papst unfehlbar, jetzt ist es die Europäische Union. Wehe, du sagst ein böses Wort, dann darfst du nicht mehr an eine Regierung denken, hat der Herr Bundespräsident gesagt. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Kritisieren darf man sie nicht, die Europäische Union. Aber das eigene Land, das darfst du in der Europäischen Union auflösen wollen. Das Veto, das darfst du abschaffen. Die Leute darfst du belügen vor einer Beitrittsabstimmung. Stichwort, der Schilling bleibt. Die Schulden aller Südländer darfst du dir umhängen lassen. Alles das darfst du, aber kritisieren darfst du es nicht. Ja, liebe Freunde, da weiß ich, wer falsch gewickelt ist. Das sind nicht wir, das ist der Herr Bundespräsident. Der wird uns also nicht aufhalten und der Schmähhammer wird uns auch nicht aufhalten, der schlechteste Bundeskanzler aller Zeiten. Alle wissen es, nur er weiß es nicht. Das ist ja der heute eine Veranstaltung in Klagenfurt. Werden ein Haufen Leute dort sein. Ja, nur keine Kärntner, das kann ich euch garantieren. Ich weiß nicht, wo er das Publikum dann her hat. Ja. Aber so schwach musst du auch einmal sein, dass du dir jemanden zur Unterstützung holst, den überhaupt gar keiner kennt. Ja. Das macht er nämlich heute in Klagenfurt. Ja, auf jeden Fall hat der Nehammer angekündigt, dass er jetzt eine große Rede halten wird zur Lage der Nation. Das wird dann auch eine lustige Sache. Eine Rede zur Lage der Nation, gehalten von der größten Plage der Nation. Das hat es auch noch nie gegeben. Jedenfalls ist der Chef einer Partei, wo die ganze Führungsebene süchtig ist. Liebe Freunde, das sind lauter Machtsüchtige in der österreichischen Volkspartei. Das haben wir in den letzten Jahren alles erkannt. Und ihr wisst sehr, wie das ist, wenn man so als Süchtiger drauf ist, dann gibt es eine Beschaffungskriminalität. Ja, und die Beschaffungskriminalität bei der ÖVP, die heißt Korruption. Und die haben sie aufgezogen in diesem Land, von der kleinsten Polizeiinspektion, vom letzten Finanzamt bis hinauf in die Bundesregierung. Und die wollen die Nase rümpfen und darüber entscheiden, ob wir ihnen gut genug sind für eine Koalition, liebe Freunde. Ja, die werden wir auf einen kalten Entzug schicken. Und wenn die Zitterei dann vorbei ist, liebe Freunde, dann reden wir mit ihnen vielleicht, wenn sie wieder normal geworden sind und entwöhnt sind von diesem Machtrausch. Dann können wir wieder reden miteinander. Also die werden uns auch nicht aufhalten. Und auch keine Pamela Joy Randy Wagner, die verlässlichste Komplizin der schlechtesten Regierung aller Zeiten. Die grießen sich ja nicht mehr mit Freundschaftsgenossen, sondern mit Freundschaftskomplizen in der SPÖ, weil die überall mit dabei sind. Die wird uns auch nicht stoppen. Ja, was hat denn die aus der einst so stolzen Sozialdemokratie, aus der so stolzen SPÖ gemacht? Das ist ja keine Partei mehr, das ist eine Selbsthilfegruppe, liebe Freunde. Eine Selbsthilfegruppe. Da wird jetzt das System. Da wird jetzt das System wird jetzt umgestellt.
die heben jetzt keine Mitgliedsbeiträge mehr ein, sondern Mitleidsbeiträge. Ich glaube, dass das besser passt. Das passt ganz gut. Ja. Also, da geht es drunter und drüber in dieser SPÖ. Der reinste Flohzirkus. Nichts hat sie unter Kontrolle, aber sie stellt sich hin und sagt, sie möchte Bundeskanzler werden. So viel zum Thema Selbstwahrnehmung dieser feinen Dame. Also die wird uns auch nicht stoppen. Und im Übrigen auch kein anderer Hoffnungsträger der Sozialisten. Von den Pensionisten habe ich schon geredet, den sie jetzt da ausgegraben haben. Aber auch nicht der Wiener Bürgermeister, der jetzt da wieder im Gespräch ist. Ein angeblicher roter Wunderwutzi. Ja. Das Wunder können wir gleich streichen. Roter Wutzi, das können wir lassen. Das finde ich, das passt, wenn ich mir angeschaut habe am Opernball. Aber ich darf ja kein Bodyshaming machen. Bringt ja politisch auch nichts weiter. Ist der größte Abkassierer in Zeiten der Teuerung im roten Wien. Nehmen ist seliger als geben. Das war schon immer das Motto der Sozialdemokraten. Und bei Corona, liebe Freunde, da ist er mit dem Hacker, ihr wisst eh, das ist der Impf-Quasi-Modo aus Wien, ist er im Gleichschritt marschiert. Das sind die Corona-Stalinisten, die beiden, der Hacker und der Herr Ludwig. Da ist auch nichts zu erwarten. Und dann ist er noch zu blöd, dass er mit dem richtigen Klitschko telefoniert. Das ist der Wunderwutzi der SPÖ. Der musst ja regelrecht Angst kriegen, dass er das nächste Mal erzählt, er hat den Barack Obama getroffen, wenn es in Wahrheit der Roberto Blanco war. Und leicht sein beim Ludwig. Ja. Also der wird uns auch nicht stoppen. Ne? Und auch kein Herr Doskozil aus dem Burgenland. Der Hetti wäre Tetti Bundeskanzler. Ja. Ihr wisst ja, der war früher Straßenverkehrspolizist, ist eine gute Sache. Aber von dort hat er etwas mitgebracht, was für die Politik nicht gut ist. Eine Vorliebe für die Ampel. Das ist nicht gut. Dieses Modell, das gerade Deutschland und den ganzen Kontinent zugrunde richtet, das braucht man in Österreich nicht auch noch haben, liebe Freunde. Da ist der Doskozil am falschen Gleis unterwegs. Aber der hat eh nicht einmal den Mumm, gegen die Randy Wagner anzutreten. Ja, oder doch, ich weiß nicht. Wird dann ein lustiges Schlammkätschen. Vielleicht im verbliebenen Restwasser des Neusiedlersees. Ja. SPÖ-Schlammkätschen. Stell dir mal lustig vor. Also, von denen wird uns niemand stoppen. Von denen wird uns niemand stoppen. Und das ist ganz einfach deshalb so, weil nämlich gegen die Freiheit und weil gegen die Gerechtigkeit und weil gegen die Wahrheit kein Kraut gewachsen ist. So schaut es nämlich aus. Und das wissen die Leute da draußen. Und das spüren sie. Und das ist das, was uns mit der Bevölkerung verbindet. Und da rede ich von den einfachen Leuten. Weil einfache Leute sind einfach und nicht dumm, so wie die Großkopferten in Wien immer glauben. Ich rede von den einfachen Leuten. Ich rede von den bodenständigen Leuten, von den geerdeten Leuten, von denen, die mit beiden Beinen im echten Leben stehen, von den normalen Leuten, liebe Freunde, wenn man das Wort überhaupt noch verwenden darf, ohne dass der nächste Übersensible antanzt und sagt, es ist diskriminierend. Von diesen Leuten rede ich. Genau diese Menschen, die müssen wir abholen. Das sind unsere Verbündeten, um das Ziel zu erreichen, von dem der Manfred gesprochen hat. Und die Eliten, ganz ehrlich gesagt, die können uns alle zusammengestohlen bleiben. Ich sage das deshalb, weil diese normalen Menschen, die wissen, wo links ist und wo rechts ist und wo oben ist und wo unten und wer es gut meint mit ihnen und wer schlecht meint und wer ein Manderl ist und wer ein Weiberl und wer keinen Psychotherapeuten braucht, damit er bei der richtigen Klotti eine findet. Diese Leute sind den Eliten ein Dorn im Auge. Denen, die glauben, sie haben die Wahrheit mit dem goldenen Löffel gefressen und für sich alleine gepachtet. Und wisst ihr warum? Weil sie nämlich verwurzelt sind. Weil sie nämlich verwurzelt sind in ihrer Tradition, in ihrer Region,
in ihrer Familie, in ihrer Sprache. Und mit einem verwurzelten Menschen kannst du nicht aufführen, was du willst. Und deswegen müssen diese Menschen entwurzelt werden. Das ist der Plan der selbsternannten Elite. Und es geht dann dadurch, dass man sagt, wir müssen ihnen ihre Art zu leben schlecht machen. Wie sie denken, das müssen wir schlecht machen. Wie sie reden, das müssen wir schlecht machen. Wie sie empfinden, das müssen wir schlecht machen. Wie sie handeln, das müssen wir schlecht machen. Achtet einmal darauf. Genau das steckt hinter diesen komischen, modernen und fortschrittlichen Ideen wie Political Correctness oder Cancel Culture oder diesem Woke-Wahnsinn und dieser ganzen Gender-Idiotie. Es ist ein einziges Konzept der Entwurzelung, damit die Leute dann, wenn sie verunsichert sind, von dieser Elite neu programmiert werden können, nach ihren Vorstellungen. Das ist die wahre Spaltung der Gesellschaft. Die Umprogrammierer gegen die Verwurzelten, und da weiß ich, auf welcher Seite ich bin. Und diese selbsternannte Elite, das sind alle anderen Parteien, die in der Zwischenzeit eh schon zu einer verschmolzen sind. Die unterscheiden sich ja nur noch der Farbe nach und dem Namen nach. Aber bei allen Entscheidungen und bei allen wesentlichen Themen sind sie gleichgeschaltet, gleich programmiert, gleich gehirngewaschen, möchte ich fast sagen. Alle haben sie den Van der Bellen unterstützt, alle. Alle kriegen sie jetzt den Mund nicht auf, wo er antidemokratische Züge entwickelt. Alle haben sie den Weißmann in den ORF gewählt, der sich jetzt bedankt mit der Haushaltsabgabe. Alle. Alle buckeln sie vor der Europäischen Union. Alle. Alle haben sie bei Corona gesagt, die Freiheit ist nicht wichtig, die Gesundheit und das Leben, das ist das Allerwichtigste. Und alle sagen sie jetzt beim Ukraine-Krieg, die Gesundheit und das Leben ist nicht wichtig, die Freiheit ist das Allerwichtigste. Und allen fällt dieser Widerspruch überhaupt nicht auf. Das ist die selbsternannte Elite in diesem Land. Und die etablierten Medien, die gehören auch dazu. Das ist die zweite Seite der Medaille dieses politmedialen Komplexes. Die einen lügen wie gedruckt und die anderen drucken die Lügen. Das ist die Arbeitsteilung. Genau so schaut es aus. Ja? Und da ist die Freiheitliche Partei das letzte Bollwerk der Normalität und des Hausverstandes, liebe Freunde. Und wenn ihr alle mitmacht, dann werden wir nicht nur dieses Territorium, das wir jetzt halten, verteidigen, sondern dann werden wir es ausbreiten. Dann werden wir für die Normalität wieder Boden zurückgewinnen in diesem Land. Und das wird eine Befreiung sein für die Einfachen, für die normalen Leute. Für die Macht verrät diese Elite jedes Prinzip und jeden Grundsatz. Braucht sich nur die Grünen anschauen. So schnell und so radikal kann überhaupt kein Virus mutieren wie der Kogler und die Maurer. Das geht gar nicht. Gestern noch auf breiter Front gegen die experimentelle Gentechnik, ganz laut beim Demonstrieren, ein Volksbegehren gegen die Gentechnik, die Grünen. Und heute die ersten bei den mRNA-Spritzen. Das musst du erst einmal zusammenbringen. Gestern noch war das Fracking-Gas aus Amerika das dreckigste Zeug, was es überhaupt gibt. Heute sind sie begeisterte Importeure. Ich warte ja nur bis oben vorne auf dem Hafen und dann das erste Schiff im Empfang nehmen, vor lauter Freude. Und von den Blumenkindern von gestern ist auch nichts mehr übergeblieben. Früher haben sie gesungen, sag mir, wo die Blumen sind. Heute singen, sag mir, wo die Panzer sind. Wo sind sie geblieben? Das nenne ich Rückgratlosigkeit und Charakterlosigkeit. Also kein Rückgrat und keine Glaubwürdigkeit und keine Ahnung vom echten Leben der Leute. Kein Sensorium und kein Gespür für die Sorgen und Nöte der Leute. Und die gibt es in allen anderen Parteien. Ich war ja jetzt in Kärnten unterwegs. Der dortige Landeshauptmann Kaiser ist ja auch einer von dieser Elitenblase. Das ist ja
einer der ganz, ganz Gescheiten in der SPÖ. Und der ist in Österreich berühmt geworden für sein Gender-Wörterbuch. Ja? Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Da sitzen die Sozialisten zusammen und überlegen, was ist das größte Problem für die Leute? Nicht die Teuerung, nicht die Pensionen, die so niedrig sind, dass man sich das Leben nicht mehr leisten kann und das bald gescheiter ist, du stößt einen Asylantrag statt einen Pensionsantrag. Ja? Das ist kein Problem für die SPÖ. Nein, die Art und Weise, wie wir miteinander reden, das ist problematisch, weil das ist furchtbar diskriminierend und wir sind hier unsensibel, dass ihr das alles nicht merkt. Und deswegen haben sie ein Gender-Wörterbuch entwickelt, über 70 Seiten, wo sie unsere Sprache in das übersetzen, was nicht diskriminierend ist. Und nach dem Gender-Wörterbuch bin ich dann kein Vater mehr, sondern nur mehr ein Elternteil. Und meine Frau ist keine Mutter mehr, sondern auch nur mehr ein Elternteil. Da fängt dann schon das nächste Problem an. Wer ist der Einser und wer ist der Zweier, wenn ihr wisst, was ich meine? Ne? Irgendwie muss man sich auseinanderhalten. Ja? Und dann fragt man sich, wie geht das Ganze weiter? Ja? Der Muttertag ist dann der Elternteil Tag 1 und der Vatertag der Elternteil Tag 2. Und du sollst Vater und Mutter ehren, hast dann, du sollst deine Elternteile ehren, also mir sind sie lieber als ein Ganzes, als in Teilen. Und am Sonntag sagt der Pfarrer dann in der Kirche, jetzt beten wir gemeinsam das Elternteil unser, weil Vater unser darf man auch nicht mehr sagen. Ich sage das nur deshalb, weil es zeigt, wie weit diese Leute vom echten Leben weg sind, welche Sorgen die haben, ja? Und dass die überhaupt kein Gespür haben und überhaupt kein Gefühl. Aber da gibt es ganz viele von der Sorten. Der Wolfgang Sobotka ist auch so einer. Kennt ihr nicht alle, oder? Ja. Der zweiarmige Bandit der Novomatic. Oder der Pianoman der österreichischen Volkspartei. Naja, auf die Idee musst du einmal kommen. Nicht? In Zeiten, wo die Schlangen vor den Sozialmärkten immer länger werden und die Leute sich das Essen nicht mehr leisten können, dass du dann ausgerechnet ein goldenes Klavier ins Parlament einzahlst. Aber das zeigt, dass diese Leute überhaupt gar kein Sensorium haben. Sie gehen ja regelrecht vor mir, wenn ich da reinschaue ins Finstere. Wie der Leibhaftige. Wie er da oben huckt, oder eigentlich schlaft er ja die ganze Zeit auf seinem Parlamentsausguck. Ja, außer wenn ich am Rednerpult bin, dann reißt's ihn. Jetzt. Da muss er dann wieder Ordnungsrufe verteilen. Ja. Gut, ich gestehe, ich hab schon ein paar. Ja, aber einer muss ja die Tabelle anführen. Das geht ja gar nicht anders, oder? Aber das ist ja auch ein Versuch. Das ist ja auch ein Versuch der Zensur und den Leuten den Mund zu verbieten. Weil du musst einmal anschauen, wofür du da einen Ordnungsruf kriegst. Letztens habe ich gesagt, korruptive Volkspartei. Wer einen Ordnungsruf kriegt. Naja, erstens ist die Wahrheit. Und zweitens gibt es einen Untersuchungsausschuss im Parlament, der heißt ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss. Ja. Also, das darfst du geben, aber sagen darfst du das nicht. Ne? Das gibt es ja alles nicht. Ja. Und der Vorsitzende des Ausschusses ist der Wolfgang Sobotka, der mir den Ordnungsruf gibt. Ja. Der Rolle ist nur mehr verrückt. Alles nur mehr verrückt. Ja. Oder der Nehammer-Kerl. Der Nehammer-Kerl. Habt ihr das auch gelesen? Ich habe gedacht, mich haut es am Sitzer. 104 PR-Berater hat der Nehammer-Kerl. 104 PR-Berater. Ich weiß jetzt nicht, ob seine Angetraute, die Kathi, da dabei ist oder nicht. Sonst waren es 105, weil das ist die, die daheim die Hosen anhat. Von zwei Leuten muss einer Kommandant sein und der Kerl ist es nicht bei den Nehammers. Ja, das ist... Das ist beim Nehammer so wie bei der politischen Beziehung zwischen der Sigi Maurer und dem August Wöginger. Ja, das ist genau gleich. Wenn sie pfeift, dann salutiert der August auf. Ja.
Sie ist die Domina und er hat seinen Lustgewinn in der Unterwerfung. Und so schaut die Politik der Österreichischen Volkspartei aus. Also jedenfalls hat der Nehammer 104 PR-Berater oder 105, sagen wir großzügig, kostet ein Vermögen. Und diese Leute arbeiten den ganzen Tag dafür, dass der einigermaßen gut dasteht in der Öffentlichkeit. Das ist die Aufgabe dieser 104 Leute. Und das kommt außer. Jetzt stellt sich einmal vor, wenn der nur 50 hat oder gar kann. Ja. Aber mir zeigt das ja nur, dass du auch mit Gewalt aus einem Esel kein Rennpferd machen kannst. Ja. Das zeigt dieses Beispiel ganz, ganz deutlich. Ja, oder meine Spezialfreundin, die muss ich erwähnen, die Klimagouvernante, die Eleonore Gewessler. Wisst ihr, ich bin jemand, der ist viel in der Natur unterwegs und mir liegt der Naturschutz sehr am Herzen. Nur das, was die aufführt, das hat mit Naturschutz überhaupt nichts zu tun, liebe Freunde. Das ist was ganz was anderes. Das ist, ich weiß nicht mehr, Klimakommunismus, könnte man sagen. Ja? Das ist Ökosektierertum. Das ist das, was die Dame macht. Und damit bereitet sie diesen narrischen, diesen Klimapickern da den Boden auf. Ich bin ja froh, dass die Polizei jetzt einen Strategiewechsel vollzogen hat und sie überall picken lässt, wo sie niemand stören. Ich hätte noch Superkleber draufschütten. Ja? Und dann eine Webcam installieren und dann schauen, wie die Natur ihr Werk erledigt. Ja? Irgendwann einmal gehen sie dann freiwillig. Ja? Und auf der Straße, naja, ich glaube, da muss man auch nicht so zimperlich mit diesen Leuten umgehen. Ne? Da kann man schon ein bisschen forscher vorgehen. Freut sich eher jeder, wenn er auf der Handfläche ein Erinnerungsstück Asphalt mit heimnehmen kann, ohne dass er ein Sackerl braucht. Das passt doch gut. Also ich glaube ja, wir haben gerade vorher darüber geredet, das wäre jetzt die Sternstunde der berittenen Polizei. Wenn die sich da am Zebrastreifen anpicken, dann könnten die dort zureiten. Dann kommt ein kurzes Wendekommando, dann hebt das Pferd den Schwaf und dann gibt es einen Biodünger zur Unterstützung für die Klimafreunde. Ja. Erinnert ihr euch noch an die Energiesporttipps von der Frau Gewessler? Ja. Ich habe mich immer gefragt, wie man auf sowas kommt. Aber mir haben sie erzählt im Ministerium, dass sie eine Riesenfreude gehabt hat, wo es draufgekommen ist, dass diese runde Scheiben, die man dazu kriegt, wenn man einen Topf kauft, dass das der Deckel ist. Ja, das hat sie ja vorher gar nicht gewusst. Und so sind diese Tipps entstanden. Ja? Kochen kann es nicht. Merkt man, dass sie das nicht tut. Die macht was anderes. Jagd auf Autofahrer. Das macht sie. Ja, sonst ist bei den Grünen jede Jagd verpönt, aber auf Autofahrer ist ganzjährig Jagdsaison. Auf der Autobahn ist 130 zu schnell und 100 ist zu schnell und dann werden 80 zu schnell sein. Und in der Stadt ist 50 zu schnell und dann wird 30 zu schnell sein. Und am Ende wird dann die Verordnung rauskommen, dass du in der Früh das Auto zur Arbeit schieben musst. Dann wird es den Grünen richtig passen. Dann wird es passen. Deswegen wäre ich heute, wenn wir da fertig sind, mit einem Genuss einsteigen in mein Auto. Audi Turbo Diesel 300 PS. Und wenn der Chauffeur auf die Tube drückt, dann werden wir die Eleonore grüßen. Aber selber fliegt sie mit dem Privatjet umeinander. Ne? Das letzte Mal aus der Slowakei nach Wien, da bist du jetzt Fuß fast schneller. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Wenn sie fliegen will, dann sollen sie einen Besen nehmen. Das ist wenigstens umweltfreundlich. Passt viel besser. Ja, und sie denkt die Dinge auch nicht zu Ende. Ja, sie schadet ja mit ihren Überlegungen auch den eigenen Parteifreunden. Das muss man ja wirklich sagen.
Nicht, weil wenn es keinen Verbrennungsmotor gibt, dann gibt es auch keinen flüssigen Treibstoff mehr bei der Tankstelle. Was wird denn dann der Kogler machen? Also der, der am allerliebsten tanken geht. Was wird denn der dann machen? Ja. Also, sofort raus aus Öl, liebe Freunde, das ist keine vernünftige Energiestrategie. Das ist vielleicht ein guter Neujahrsvorsatz für unseren Vizekanzler, dort passt es, damit dann nicht jeden Tag Tag der Fahne ist, sondern nur einmal im Jahr. Ne? Ja, also ihr seht, den größten Fachkräftemangel, den haben wir in der Regierung und bei den Landeshauptleuten, das ist unbestritten. Und die Lage ist zwar ernst, aber sie ist natürlich überhaupt nicht hoffnungslos, weil wenn es eine ordentliche Wählerwatschen gibt bei jedem nächsten Wahlgang, dann werden wir die Sache schon gerade ziehen. Das ist ja das Schöne, in der Politik ist ja die gesunde Watschen noch erlaubt. Ja? Ich glaube, in der Politik ist die gesunde Watschen sogar das einzig funktionierende Erziehungsmittel. Und deswegen freue ich mich, wenn es jetzt dann duschen wird, Anfang März in Kärnten und dann Ende April auch in Salzburg. Und dann vor allem bei der nächsten Nationalratswahl, liebe Freunde, weil das Ziel, das hat der Manfred vollkommen zu Recht ausgegeben, das Ziel kann dort nur sein, Stärkste zu werden und endlich einen freiheitlichen Bundeskanzler dort hineinzubringen. Alles andere haben wir ja schon probiert. Die schäbern eh schon alle am Livestream, wenn sie zuschauen. Bitte schon, reißt euch zusammen. Aber ein freiheitlicher Bundeskanzler, liebe Freunde, das bedeutet ein völlig anderes Amtsverständnis. Ja? Das bedeutet dann, dass einmal der Spieß umgedreht wird. Dann wird nicht nach oben gebuckelt zur Europäischen Union und zur NATO und zum World Economic Forum, wo sie sich alle freuen wie die Firmling, wenn sie dort dabei sitzen dürfen und um den Schwab herumtanzen wie um das goldene Kalb. Aber nach unten wird getreten, weil die eigene Bevölkerung das alles auslöffeln muss. Nein, liebe Freunde, dann geht's umgekehrt. Dann wird nach unten gedient und nach oben wird getreten, liebe Freunde. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ganz ordentlich ausschlagen kann. Und deswegen haben sie so erfreut mit mir. Und wenn ihr jetzt nur ein bisschen Zeit habt, dann habt ihr ein bisschen Zeit. Dann reden wir noch ein bisschen über Corona und ein paar andere Sachen. Ja, weil das ist mir schon wichtig. Ja, als Schwurbler kann ich dazu nichts sagen. Aber ich trage diese Auszeichnung mit Stolz, das sage ich auch. Bin richtig stolz darauf. Von wegen Corona ist vorbei. Seit den letzten Tagen, kann ich euch sagen, ist dieser Skandal ja nur um eine Facette reicher geworden. Ja? Das ist ja unerträglich, was sich da abspielt. Da stößt er ja die Haare auf und da kriege ich solche Kabel angesichts dieser Verlogenheit, angesichts dieser Feigheit und dieser Niedertracht von führenden Politikern in diesem Land. Da nuschelt der Nehammer irgendetwas daher von einem Versöhnungsprozess. Der, liebe Freunde, der einer der allerärgsten Impftaliban gewesen ist. Ja, lieber Herr Nehammer, das richte ich Ihnen aus, hier von Ried aus. Wir brauchen Sie nicht, um uns untereinander zu versöhnen. Im Freundeskreis. Im Freundeskreis und bei den Kollegen und in der Familie, da machen wir uns das schon selber, wenn wir wollen. Da brauchen wir keine Politik dazu. Und ich glaube, das ist auch in vielen Fällen schon gelungen, weil ja sehr, sehr viele Leute drauf gekommen sind, dass eigentlich alle von dieser Regierung betrogen und belogen worden sind. Die Ungeimpften, also die nicht voll Immunisierten sowieso, aber auch alle anderen, denen man da unhaltbare Heilsversprechen gemacht hat. Ja, und wo sich viele
gegen ihren Willen hinreisen haben lassen zu einer Impfung, weil der Druck halt riesengroß geworden ist. Und dass diese Herrschaften jetzt zurückrudern, das hat doch nichts mit Einsicht zu tun, sondern denen geht der aller Wert, dass die auf Grundeis. Sie schaut, dass es kein Geruchsfernsehen gibt, liebe Freunde, sonst könnt ihr den Angstschweiß daheim riechen, der von diesen Leuten ausgeht. Das ist doch der Grund. Und da kann es auch keine Versöhnung mit diesen Politikern geben. Wenn er einen Anstand hätte, dann war er schon längst gegangen und hätte seine ganze Partie mitgenommen. Diese Größe besitzt er nicht, also werden das die Wähler erledigen. Und da gibt es dann nur die Höchststrafe. Ohne Bewährung, hinaus aus der Regierung, ohne Wiederkehr. Das muss das Ergebnis der nächsten Wahlen sein. Und für den einen oder anderen... Und für den einen oder anderen, der den schwedischen Weg nicht wollte, ja, liebe Freunde, da werden es dann heute halt die schwedischen Gardinen werden, nicht? Und da rede ich nicht von Ikea, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, also, man muss sich das einmal vorstellen. Das ist noch nicht so lang her. Das ist noch nicht so lang her. Da haben er, der Nehammer und die Edstadler und der Rauch und der Kogler und der Schallenberg und der Ludwig und der Hacker und der Bundespräsident und der Kardinal und alle etablierten Medien, da haben sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Da haben sie gedroht und da haben sie gespalten auf Teufel komm heraus. Da waren sie sich ihrer Sache ganz, ganz sicher. Da haben wir diese Herrschaften kennengelernt, liebe Freunde. Da haben sie dann die Pandemie der Ungeimpften erfunden. Und auf die Pandemie der Ungeimpften haben sie dann den Lockdown für Ungeimpfte draufgesetzt und am Ende ist der Impfzwang gestanden. Das war sozusagen der Höhepunkt einer fast dreijährigen Entwicklung, wo man gegen die eigene Bevölkerung, sage ich jetzt einmal wirklich, mit Psychoterror vorgegangen ist. Was anders war das nicht. Psychoterror und Manipulation, wo man sich an den Kindern vergriffen hat, den Familien, an unseren Alten. Und so etwas wird von uns nicht verziehen. Und was macht er jetzt, der Nehammer? Ich weiß nicht. Ich hab damit nichts zu tun. Das waren meine Experten. Ich war zu expertenhörig. Ja, Herr Nehammer, warum hassen denn diese Experten Regierungsexperten? Warum hassen die denn so? Weil diese Regierung diese Experten ausgesucht hat und nicht nur das, weil man alle anderen verfolgt, traktiert und in ihrer Existenz ruiniert hat, diejenigen, die was anderes gesagt haben. Und jetzt putzt er sie ab, der feine Herr. Charakterloser geht's nimmer, das kann ich euch sagen. Charakterloser geht's nimmer. Und mich ärgert das deswegen so, da braucht man gar keine Kommission mehr, weil alle wesentlichen Entscheidungen von dieser Truppe gegen die Bevölkerung zu einem Zeitpunkt getroffen worden sind, wo man längst gewusst hat, dass das nichts bringt und dass das kontraproduktiv ist. Nur damit ihr ein paar Beispiele habt, aber Ende 2020 hat man schon gewusst, dass das nicht gefährlicher ist als eine starke Grippewelle. Und dass Gott sei Dank, sage ich dazu, nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung wirklich gefährdet ist. Aber die Antwort war, noch ein Killer-Virus, noch ein Killer-Virus und alle Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Statt dass man hergeht und sagt, seid doch froh, fürchtet euch nicht, es ist alles halb so wild, wir haben uns getäuscht, wir waren vorsichtig, aber jetzt ist Grund zur Entwarnung. Was ist denn das für eine Regierung, die sich da nicht schützend vor die Leute stellt, sondern die da das Geschäft von anderen erledigt? Das ist erbärmlich, liebe Freunde. Und so geht es weiter mit den FFP2-Masken. Das hat man auch gewusst, dass wir die nicht brauchen. Die Regierung hat daraus gemacht, sogar FFP2-Masken beim Skifahren, wenn ihr euch erinnern könnt.
Und man weiß seit Mitte 21, dass diese Impfung nicht schützt vor einer Ansteckung, nicht schützt vor einer Übertragung und dass das nicht vergleichbar ist im Selbstschutz mit all dem, was wir bisher als Impfung gekannt haben. Und da haben sie denn den Game Changer aus dieser Impfung gemacht. Wieder besseres Wissen. Und mir hat der Arzt einmal erzählt, und das ist so sinnbildlich für das, was die aufführen. Mir hat der Arzt erzählt, er hat gesagt, da ist ein Patient zu ihm gekommen, der hat gesagt, Herr Doktor, ich bin geimpft. Ja, und jetzt muss ich als Geimpfter geschützt werden gegen die Ungeimpften, von den Ungeimpften. Und das passiert so, dass man den Ungeimpften jetzt die Impfung gibt, die mich nicht schützt. Ja, das ist doch alles nur mehr eine riesige Verarschung und recht hat er gehabt, dieser Patient. Und deswegen sind das für mich Corona-Verbrecher, die vor den Kadi gehören. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Das gilt in diesem Fall auch für diese gesamte Bundesregierung. Und wir sind mit unserer Arbeit noch nicht fertig. Wir haben erst die erste Halbzeit gespielt. Im zweiten Teil werden wir dann einmal nachschauen, welche Verflechtung es hier überall gegeben hat. Wer alle ein Geschäft gemacht hat, wer alle mit der Pharmaindustrie verbandelt war. Und eins garantiere ich euch, so viel können die gar nicht schreddern, dass ich dort nichts mehr finde. Das garantiere ich euch. Und jetzt lasst mir noch ein paar Worte auch sagen zu diesem ganzen Themenbereich Teuerung, Sanktionen und Ukraine-Krieg, weil das hängt ja alles zusammen. Das ist ja alles eine Gemengelage. Ja? Und ehrlich gesagt, wenn ich mir das alles so anschaue, dann habe ich ein schon fast unheimliches Déjà-vu zu dieser ganzen Corona-Geschichte. Das ist ja fast wie eine Parallelverschiebung, wenn man sich das Ganze anschaut. Das ist fast wie eine 1:1 Parallelverschiebung. Wieder hat sich die Regierung und mit der Regierung die Steigbügelhalter in eine falsche Strategie verrannt. Hals über Kopf, Hals über Kopf. Da wie dort ist niemals ein Mensch gefragt worden, ob er das ganze Zeug überhaupt will. Ja? Ob er ausbaden müssen solle. Da wie dort werden Milliarden sinnlos verbrannt, ohne dass man damit irgendeinen Effekt erzielt. Dort waren es die Lockdowns, da sind es die Sanktionen. Da wie dort ist alles angeblich alternativlos, was überhaupt nicht alternativlos ist. Da wie dort ist jeder ein Bösewicht und wird mit abfälligem Vokabular bedient, der eine andere Meinung hat. Da wie dort. Aber eins sage ich, ha, da wie dort wissen die Menschen da draußen, da weiß die Bevölkerung, dass wir Recht haben und die anderen Unrecht. Und so wie sie bei Corona 3 Jahre lang gebraucht haben, bis sie draufgekommen sind, ist zu befürchten, dass in den nächsten 3 Jahren dann dahergekrochen kommen und sagen, wie hat denn das in der Ukraine alles passieren können? Wir waren es nicht. Liebe Freunde, so billig kommt ihr uns nicht davon. Mir ist nur wichtig, euch eines zu sagen. Ein freiheitlicher Bundeskanzler, und ich habe es heute am Beginn angesprochen mit Frieden und Neutralität, das darfst du schon fast gar nicht mehr in den Mund nehmen, ja, bist du Aussätziger, der hätte diesen Wirtschaftskrieg nie unterstützt. Und Sanktionen sind nichts anderes als ein Wirtschaftskrieg. Das ist ein Krieg, der wird halt nicht mit Waffen geführt, sondern er wird mit Wirtschaftsgütern geführt. Ein freiheitlicher Bundeskanzler hätte alles unternommen, um die Leute an den Verhandlungstisch zu bringen, hätte Österreich dafür angeboten und das österreichische Modell der Neutralität, mit dem wir immer gut gefahren sind, in einer ganz, ganz heiklen Situation, wenn die Älteren an den Kalten Krieg zurückdenken. Das hätte ein freiheitlicher Bundeskanzler gemacht. Aber keine Beteiligung an einem wirtschaftlichen Selbstmordanschlag auf Österreich und auf ganz Europa. Und wenn die Leute heute die Rechnungen zahlen und die Energiepreise, das ist ja sozusagen der Motor der gesamten Teuerung, weil du alles, was du herstellst, braucht eine Energie, was du verbockst, was du transportierst, alles das braucht eine Energie. Ja, und deswegen wird alles teurer. Und wenn diese Preise so explodieren, dann zahlen die Leute damit nicht den Preis für den Krieg, nein, sie zahlen den Preis für eine unglaubliche Doppelmoral. Und eine Doppelmoral ist keine Moral. Sie zahlen den Preis für eine unglaubliche Heuchelei, weil mit zweierlei Maß gemessen wird. Und das hätte ich gerne einmal von einem österreichischen Politiker gehört, als Repräsentant eines neutralen Landes, liebe Freunde. Habt ihr irgendwann einmal was gehört von Sanktionen gegen die Amerikaner?
gegen amerikanische Sportler, gegen amerikanische Oligarchen. Die heißen dort nur anders. Aber die Gates und so weiter sind auch nichts anderes als Oligarchen. Habt ihr da irgendwas gehört? Aber dieses Land führt seit 45 einen Krieg nach dem anderen. Die kriegen keine Sanktionen. Die kriegen den Friedensnobelpreis, wenn sie die Länder bombardieren. Und das ist mir so wichtig, das ist mir so wichtig zu sagen. Die Ukraine, und ich rede dort von den einfachen Leuten, ja, die einfachen Leute dort, die sind ein Opfer der russischen Angriffspolitik. Das ist vollkommen richtig, das unterschreibe ich. Aber es ist nur die halbe Wahrheit, weil sie sind auch ein Opfer der Amerikaner und der NATO und einer Europäischen Union, die sie da vor den falschen Karren spannen lässt. Und genau so ist die Bevölkerung in Österreich und in ganz Europa, die jetzt unter dieser Preislawine leidet, kein Ende in Sicht. Ein Opfer der Russen und ein Opfer der Amerikaner und der NATO und einer Europäischen Union, die dort mitmacht. Schaut euch das einmal an, die Deutschen, schaut euch das einmal an. Ein NATO-Land, aber wird nicht von den Russen angegriffen, sondern die deutschen Pipelines werden von den Amerikanern und von den Norwegern gesprengt. Ja, wenn du solche Freunde hast, dann brauchst du Feinde auch keine mehr. Das sage nicht ich, sondern das hat ein wirklich anerkannter Journalist, gibt nur wenige davon, herausgefunden. Und seitdem ist er auch als Trottel verschrien. Aber das ist ein anderes Kaliber als unsere Faktenchecker, die da bei uns umeinander sitzen. Ja? Der hat das festgestellt. Und die Deutschen sagen noch Dankeschön dazu, wenn man ihnen, wie man so schön sagt, auf dem Schädel macht. Na, bei dem politischen Personal kein Wunder. Bei einer Außenministerin, die glaubt, dass eine Kehrtwende in einer 360-Grad-Umdrehung besteht. Ja, da darfst du dich nicht mehr wundern, bei solchem Personal. Also das ist mir ganz wichtig, das auch festzuhalten. Das Wahre ist das Ganze und nicht nur ein Teil davon. Und jeder, der etwas anderes sagt und da jetzt mit dem Mainstream mitjault von Seiten der Regierung, der ist nicht mutig, sondern der ist feige. Der traut sich den Mund nicht aufmachen und der schwimmt in der Herde mit. Und ihr werdet sehen, in 2 Jahren werden alle dastehen und sagen, wie hat denn das passieren können? Wie hat denn das passieren können? Und in der Zwischenzeit werden zehntausende Leute noch gestorben sein, sinnlos, vollkommen sinnlos, weil man glaubt, dass man das mit Waffenlieferungen beenden kann. Das wird niemals passieren. Ja, und ein Beispiel noch, damit ihr seht, wie verrückt das Ganze ist. Die Europäische Union sagt, wir dürfen kein russisches Gas mehr nehmen in Europa, weil russisches Gas ist dreckig. Wir nehmen jetzt Gas aus Aserbaidschan. Und dann schauen wir uns an, wem das Gasfeld in Aserbaidschan gehört. 30% gehören den Briten. Das sind die, die bei jedem Bombardement für die Menschenrechte mit dabei sind. Ja. Es gibt keinen amerikanischen Angriffskrieg, völkerrechtswidrig, wo die Briten nicht dabei wären. 20% Aserbaidschan. Ja, das ist auch keine Demokratie. Da regiert seit den 90er Jahren die gleiche Familie. Das muss man nur mal dazu sagen. Und nebenher führen sie einen blutigen Krieg gegen die Christen im Nachbarland. Sehr sauber, das Gas aus Aserbaidschan. 20% von dem Gas verkehrt die Türken. Ja, bis die Erde dort unten gewackelt hat, haben die jeden Tag Nordsyrien bombardiert. Sehr sauber das türkische Gas, kann man nur dazu sagen. Ja? 20% von dem Gas aus Aserbaidschan gehört den Russen. Aha, das russische Gas aus Russland dürfen wir nicht nehmen, aber das russische Gas aus Aserbaidschan, das geht dann wieder. Und die letzten 10% des Gases aus Aserbaidschan, das gehört dem Iran. Das ist der Iran, wo die Europäische Kommission jeden Tag sich aufregt, weil die Frauenrechte dort mit Füßen getreten werden und die Leute wegen nichts im Gefängnis landen. Sehr sauber das iranische Gas. Da seht ihr mal, von welchen Trotteln wir regiert werden, in Wien und in der Europäischen Union. Also, Finger weg von unserer Neutralität, kann ich nur sagen, weil sich da schon wieder so eine Partie zusammenrottet. Ja? Unsere Neutralität kann nichts dafür, wenn unsere Politiker zu blöd sind, damit umzugehen. Ja? Finger weg von der Neutralität.
Und wenn du ein gutes Werk tun willst für den Frieden und für die Senkung der Energiepreise, dann musst du raus aus diesen Sanktionen. Dann musst du das machen, was Hugo Bortisch in einem Buch 2020 niedergeschrieben hat. Er hat gesagt, du musst mit den Russen ein Auskommen finden. Man muss ja nicht um den Hals fallen, aber wir müssen miteinander leben. Wir sind am gleichen Kontinent. Wir haben nicht den Atlantik dazwischen, so wie die Amerikaner. Und wenn es duscht, dann sind sie irgendwo und wir sitzen auf einem Scherbenhaufen. So kann das nicht weitergehen. Und noch ein letztes Wort zur Völkerwanderung. Also 110.000 Asylanträge im letzten Jahr, 110.000. Liebe Freunde, das hat mit Asyl überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist nichts anderes als eine Völkerwanderung von Wirtschaftsflüchtlingen. Und der Herr Innenminister, die graue Maus im Innenministerium, statt dass er an der Grenze Mode macht, setzt er sich in Zeitungsinterviews und beschimpft mich. Und da sagt er, ich bin ein aufgeblasener Gockel. Herr Karner, ja eh, aber Sie wissen schon, dass ein Gockel ein Hahn ist, der seine Eier noch hat. Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Das ist der Unterschied. Leute. Inder, Afghanen, Syrer, Marokkaner, Tunesier. Die Wüstensöhne sind schon da. Heute habe ich beim Wetter gehört, der Sahara-Sand, der wird jetzt nachgeliefert. Ja. Also, lauter Länder, tausende Kilometer entfernt, andere Kontinente. Und jetzt frage ich euch eins, wie geht das zu? Wie geht es zu, dass ein afghanischer Analphabet vom Hindukusch, dass der ausgerechnet Österreich als Asyldestination findet. Der weiß nicht einmal, wo Europa ist. Liebe Freunde, das funktioniert gar nicht, außer mit den Schleppern. Und das ist der Punkt. Und alle diejenigen, die das schönreden und die das verteidigen und die diese Leute unterstützen wollen, das sind diese, wie soll man es denn nennen, gutmenschlich degenerierten Gestalten auf der politisch linken Seite, die die nützlichen Idioten der organisierten Kriminalität sind. Nichts anderes ist es. Weil da weiß ich, wovon ich rede, als ehemaliger Innenminister. Mit jetzt eh wieder, mit dem Gusto. Dort, wo der Menschenhandel ist, dort ist der Drogenhandel. Und dort, wo der Drogenhandel ist, dort ist der Waffenhandel. Und dort, wo die drei Dinge sind, dort ist die Geldwäsche. Und das ist die große international organisierte Kriminalität. Und die reiben sie die Hände über die Blödheit von unseren politischen Figuren. Und weil viele von denen, die daherkommen, das Geld nicht haben, das den Schlepper zahlen, machen sie ein anderes Modell. Der Schlepper streckt zwar. Und derjenige, der dann bei uns im Asylsystem hängt, arbeitet dann seine tausenden Euro ab, dadurch, dass er die Drogen verkloppt und unsere Kinder vergiftet, liebe Freunde. Damit muss Schluss sein und das werden nur die Freiheitlichen zustande bringen. Prozent von denen, die kommen, junge Männer zwischen 20 und 25. Ihr wisst eh, was das heißt. Im besten geschlechtsfähigen Alter. Aus einer Kultur, wo die Frau überhaupt nichts zählt. Ja? Und bis sie hierher gekommen sind, haben sie wahrscheinlich keine Zähne gesehen, die nicht ganz körpereingewickelt gewesen wären. Und dann passiert das, was passiert. Dann kommen diese Leute da auf unsere Lebensweise, auf unsere Art, halt Freiheit auch zum Ausdruck zu bringen. Und ich will nicht unsere Frauen und Kinder einsperren, nur damit sie sicher sind, sondern da verzichten wir lieber auf diese Form von Zuzug. Das ist doch die vernünftigere Variante. Da gibt es dann Belästigungen. Und dann gibt es die Vergewaltigungen und der Manfred hat eh auch einige Fälle aufgezählt und am Ende nicht nur einen, sondern schon mehrere Morde.
Und dann muss man darüber diskutieren, ob das mit den Menschenrechten vereinbar ist, wenn man einen solchen Afghanen nach Hause schickt zu den Taliban. Aber wer kümmert sich um die Menschenrechte der Vergewaltigten und der Ermordeten? Die haben überhaupt gar keine Rechte mehr, weil die sind tot. Für die ist es vorbei. Und da hört sich bei mir der Spaß auf. Ab in den Flieger und heim zu den Taliban mit diesen Figuren. Ja, und dann kommen die zweitgrößte Gruppe, sind dann die 17- bis 20-Jährigen. Das sind die besonders Schutzbedürftigen. Das sind dann die, wo mir die Beamten erzählen, da sitzt du dem gegenüber und fragst ihn, wie alt er ist. Dann sagt er 17 Jahre. Ja, 17 Jahre, graues Haar, so saß er vor mir. Schaut aus wie 50. Und du kannst nichts dagegen unternehmen, weil es verboten ist, dem die Hand in ein Röntgengerät zu legen zur Altersfeststellung, weil das verstößt gegen die Menschenrechte. Und wenn du ihn dazu zwingen willst, einen PCR-Test zu machen, damit er abgeschoben werden kann, dann kannst du ihn auch nicht dazu zwingen, weil das widerspricht auch den Menschenrechten. Und das lässt eine Regierung zu, die die eigene Bevölkerung zweieinhalb Jahre lang kanäfelt. Da stimmt's doch hinten und vorne nicht mehr zusammen in diesem Land. Und da ist Zeit, dass Mode gemacht wird. Seht ihr, und das meine ich, wenn ich von einer Festung Österreich rede, dass man da Mode macht. Darf man auch nicht sagen, Festung Österreich, kriegen Sie Schnappatmung. Ja. Aber deswegen sage ich es ja. Das heißt ja nichts anderes, als dass wir uns die Ungarn als Vorbild nehmen. Weil während wir 110.000 gehabt haben, haben die Ungarn 46 gehabt das ganze Jahr. 46, da fällt Kanula, das ist wirklich so. Und heuer geht es wieder so weiter. Wir haben im Jänner über 4.000 Asylanträge. 4.000 Illegale werden aufgegriffen, 4.000 Leute stellen einen Asylantrag. 100%. In Ungarn sind 9.000 Leute aufgegriffen worden und 7 haben einen Asylantrag gestellt. Ja, da weiß ich, wer es richtig macht und da weiß ich, wer es falsch macht, liebe Freunde. Wisst ihr, wie das geht? Mehr Paprika und mehr ungarischen Chili in die Asylpolitik. Dann wird es was. Das geht ganz einfach. Wir müssen es nur so machen wie der Orban. Jeder, der illegal nach Ungarn einreist, hat kein Recht darauf, einen Asylantrag zu stellen. Und das ist de facto jeder, weil Ungarn ist von sicheren Ländern umgeben. Entweder sind sie EU-Länder oder es ist Serbien und das ist ja auch ein Beitrittskandidat. Und jeder, der illegal im Land ist, der hat keinen Anspruch auf eine Geldleistung und natürlich auch nicht auf eine Sachleistung. Und deswegen will niemand in Ungarn bleiben. Und deswegen soll man nicht über die Ungarn schimpfen, sondern wir müssen es genauso machen wie die Ungarn. Genau so. Und wenn wir das machen, und die Tschechen das machen, und die Slowaken das machen, und die Polen das machen. Bei den Deutschen habe ich die Hoffnung aufgegeben. Ja, das wird nichts mehr. Ja. Aber wenn wir das machen, dann werdet ihr sehen, wie schnell diese Zahlen nach unten gehen. Weil dann haben die Schlepper nichts mehr zum Verkaufen. Dann ist Schluss mit dieser Tischlein-Deck-Dich-Politik und dann ist Schluss mit dem All-Inclusive-Club Österreich. Und das ist der Weg, wo wir hin müssen. Und deswegen sage ich, Festung Österreich, keinen Asylantrag mehr annehmen. Wir sind auch von lauter sicheren Ländern umgeben. Da müsste schon einer mit dem Fallschirm abspringen. Und das sind die wenigsten, die mit dem Flugzeug und per Fallschirm zu uns gekommen sind. Also aus damit, dass wir uns auf der Nase herumtanzen lassen. Das würde ein freiheitlicher Innenminister sicherstellen. So. Und jetzt bin ich wirklich am Schluss. Jetzt habt ihr es lang nur ausgehalten mit mir. Wir haben bei Corona gesehen, was alles möglich ist, wenn man zusammenhält. Wir haben gesehen, welche Kraft in der Bevölkerung steckt und welche Kraft wir entwickeln können, wenn wir mit den Leuten einen Schulterschluss machen. Die haben sich die Zähne an uns ausgebissen. Die haben uns unterschätzt. Wir haben damals das Unmögliche möglich gemacht, indem wir den Impfzwang gekippt haben. Hat ja keiner für möglich gehalten.
Und schaut euch einmal an, gegen welche Übermacht das alles gelungen ist. Gegen alle anderen Parteien. Gegen den Herrn Kardinal und seinen schwindligen Dompfarrer, diese Witzfigur da in Wien. Ja. Gegen die etablierten Medien, gegen ich weiß nicht wen. Auf jeden Fall haben sich alle gegen uns verbündet und trotzdem sind wir am längeren Ast gesessen. Seht ihr? Und genau dieses Modell müssen wir jetzt umlegen auf die anderen politischen Bereiche. Es braucht diesen Schulterschluss zwischen uns und der Bevölkerung. Jetzt bin ich wieder bei diesen normalen Leuten, bei der schweigenden Mehrheit, die es ja schon immer aushält, was da aufgeführt wird in diesem Land. Und ich weiß, dass man diesen Schulterschluss suchen muss und dass man den Befreiungsschlag nur von oben führen kann. Da braucht es ein bisschen an Mut dazu. Aber als Feigling bin ich nicht verschrien, liebe Freunde. Dann werden wir diesen Befreiungsschlag von oben führen, gegen diesen Wahnsinn. Seite an Seite. Nicht, weil das so lustig ist, nicht, weil das so leicht und flockig geht, nicht, weil wir dort keinen Widerstand zu erwarten haben, nein, ganz im Gegenteil, sondern weil es so notwendig ist, weil wir dafür kämpfen müssen, dass nicht alles ruiniert wird, was unsere Alten aufgebaut haben, weil wir dafür sorgen müssen, dass die, die nach uns kommen, die kommenden Generationen, dieses wunderschöne Österreich, das wir noch erleben haben dürfen, nicht nur mehr aus Dokumentationen oder aus irgendwelchen Büchern kennen. Und weil ich haben will, dass die normalen Leute, die Einfachen da draußen, die armen Teufel, dass die ein bisschen Glück und eine Zufriedenheit haben können und dass sie nicht jeden Tag noch mehr von immer mehr Sorgen erschlagen werden. Darum geht es, liebe Freunde. Und ich lade euch ein, marschieren wir gemeinsam. Ich gehe voran, wann es sein muss, bis hinein ins Kanzleramt und dann werden wir den Tag erleben, wo ein freiheitlicher Bundeskanzler da steht und die Aschermittwochrede hält. Glück auf und danke fürs Zuhören.